Was es sonst noch Neues rund um den Mainzer Campus gibt, das seht ihr jetzt bei uns in den News. Von den Kulturkursen sieht man momentan nur das, was man im Internet findet. Denn der studentische Verein Campus Mainz muss in diesem Semester auf die Durchführung dieser Kurse verzichten. Grund dafür sind finanzielle Engpässe, die durch eine Umstrukturierung behoben werden sollen. Es sind nur die internen Abläufe und die Prioritäten, die gesetzt werden, weil wir erkannt haben, dass zum Beispiel eine Finanzierungsstruktur auf drei weitestgehenden Partnern, drei großen, so heute nicht mehr funktioniert. Das neue Konzept soll bis zum Sommersemester 2018 fertig ausgearbeitet sein. Frauen haben an der JGU gute Karrierechancen. Dafür wurde die Uni zum fünften Mal mit dem Total Equality Prädikat für Chancengleichheit und Diversität ausgezeichnet. Die Auszeichnung wird vom gleichnamigen Verein für die Gleichstellung der Geschlechter in verschiedenen Bereichen verliehen. Darunter fallen zum Beispiel die Stellenbesetzung, die Karriereentwicklung sowie die Vereinbarkeit von Beruf und Familie. Das Prädikat wird für jeweils 3 Jahre verliehen. Auch in diesem Jahr finden wieder die Konzerte Adventsmusik in der Augustinerkirche statt. Hierzu laden die Hochschule für Musik und das Priesterseminar des Bistums Mainz ein. Am 11. und 12. sowie am 18. und 19. Dezember soll die weihnachtliche Musik eine halbe Stunde Ruhe in den Alltag bringen und auf die Feiertage einstimmen. Der Eintritt ist frei.